Ich habe jetzt die Freude, unseren nächsten Keynote-Speaker vorzustellen, Edwin Meiering von Delta Development, CEO Deutschland. Herzlich willkommen, Edwin. Er gründete nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Erasmus-Universität und diversen internationalen Positionen bei Großunternehmen Delta Development Deutschland, gemeinsam mit dem Eigentümer Kurt Zacharis. Wir freuen uns, dass du heute da bist, den zweiten Impuls hältst. Dieses Mal zum Bauprojekt Pulse Berlin. Wir sind in Berlin, du bist hier bei uns in Berlin. Herzlich willkommen, the floor is yours. Und jetzt müssen wir so abstandskonform um uns herum tanzen. Viel Spaß. Bin ich zu hören? Ja, jetzt funktioniert es. Danke schön. Erstmal vorab auch meine Dank, dass heute Bau centraal steht bei dieser Veranstaltung. Und dass wir so als die erste Veranstaltung von 2020 stattfinden lassen können. Maar dat is toch besser dan jede Woche hinter den Schirm zu sitzen und versuchen etwas zu sagen und niemand hört mehr zu, weil viel zu viel Videokonferenzen jetzt stattfinden. So, herzlichen Dank und ich versuche das mal richtig zu benutzen. Diese Möglichkeit. Gut, mein Name ist Edwin Meiering, Delta Projektentwicklung. Wir sind ein, sagen wir mal, investierende Entwickler. So, wir kaufen Grundstücke, sind daran interessiert, um schöne Konzepte dafür zu bearbeiten und zu realisieren, zu bauen, zu vermieten und am Ende zu verkaufen. So, das ganze Prozess haben wir Interesse dran und deswegen sind wir sowohl in Holland als in Deutschland mit einer Niederlassung angesiedelt und versuchen, schöne Projekte zu realisieren. Oh, jetzt bin ich mein Funk. Gut. Wo fang ich mit an? Ich fange mit einem Bild an. Von einer Familie, die in die Zukunft schaut. Und das ist eigentlich zentral für uns alle. Am Ende geht es darum, dass wir nicht nur rein bauen, aber wir versuchen schon für mijn kinderen, von die kinderen von mijn kinderen und weitere Generationen etwas zu entwickeln, zu schaffen, was tatsächlich dauerhaft einsetzbar ist und auch langfristig für unsere Kinder und die Generationen, die nach uns kommen, uns nützlich macht und die Erde tatsächlich vernünftig benutzen, damit die Zukunft auch gesichert ist. So, dafür machen wir es und versuchen wir es das Beste zu tun. Wenn man dann darüber nachdenkt, dann, wenn man in die Geschichte mal zurückguckt, sieht man Architektur, die traumhaft ist. Die nog immer steht. So, man had Gebäude, dieses Gebäude is 200 jaar alt, steht nog immer. En dan fragt man zich ab: ja, wat soll das, wenn man schon 200 jaar terug so etwas bauen kan? Wieso machen wir hier so'n Alarm und versuchen das irgendwie besser zu tun? Weil das steht nog immer. Das ist Kunst. Man had früher auch. Man hat Zeit, so Architekten haben sich gefreut, wenn die einen Auftrag bekommen haben, weil die haben 20 Jahre gebraucht, um tatsächlich so ein Objekt zu realisieren. Aber man kann sagen, was man möchte, es steht noch immer und es ist noch immer, es ist sehr nachhaltig und immer schön, um zu besuchen. Aber das ist nicht mehr so. Jetzt sieht es anders aus. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben immer Zeitdruck, wir müssen viel bauen, viel schaffen. Er is een hohe Nachfrage in Wohnimmobilien. Quadratmeters moesten geschaffen werden. Er is kein Geld, so es muss billig sein. Man muss trotzdem Rendite schaffen. So dann fängt man an, in die letzten Jahre, om Hochhäuser zu bauen, die innerhalb 12 Monate stehen und tatsächlich schon übergeben werden. Aber für uns und für die Zukunft nicht das Richtige ist. Wieso ist das nicht das Richtige? In ganz schneller Geschwindigkeit benutzen wir sehr viel Rohstoffe für diese Gebäude. Und es ist
Anzahl. Und so langsam an haben wir das Problem, dass wir einfach die Rohstoffe auch nicht mehr haben, um solche Objekte zu realisieren. Und das muss stoppen. Es geht nicht. Wir können, naja, in Berlin sieht man auch nur Baukräne. Da wird gebaut ohne Ende. Aber man kann nicht mehr so weitergehen, wie wir das jetzt vorhaben und wie wir das machen. Weil am Ende wird es einfach kein Rohstoffe mehr sein, um das zu tun. Und dann kommt noch dazu, dass was wir bauen auch 80% der Abfall ist. Und das hat Sophie schon gesagt. Unsere Material, die wir benutzen, ist eigentlich die Mehrheit von das Abfall, was wir auf diese Welt realisieren. So, wir bauen ein Objekt für 30 Jahre, 40 Jahre und dann wird es wieder schon abgerissen. Das meiste wird weggeschmissen. Wir haben jetzt das Problem, dass viele alte Gebäude Asbestos haben. Es muss immer dann entsorgt werden und wir benutzen kaum etwas von diese Materialien. Und das war für uns eigentlich ein Grund. Und das war in 2010, 2011, dass wir als Projektentwickler gesagt haben, so geht es nicht weiter. Das war nicht nur die Grund, weil in Holland war damals eine Riesenkrise in die Immobilienwelt. So, wir mussten umdenken. Und wir haben dann gesagt, wir müssen etwas finden, damit wir wieder auch in die Krise die Leute überzeugen können, dass wir Gebäude schaffen, die für die Zukunft lang stehen und lang benutzbar sind. Und das haben wir gefunden in Cradle to Cradle. Wir haben das Buch von Michael Braunkart und Wilma Donner gelesen und haben alle gesagt, ja, das müssen wir machen. So müssen wir bauen und das müssen wir realiseren. So, wir, ganz froh, ganz jong, damals nog 10 jaar terug, naar Amerika geflogen. En dat schöne war, dat een der Gründer is een Architekt en die andere is een Chemicus. So, die Kombination bezüglich Architektur, Bauen und Produkte, Material, Toxide, so Gift, Ein bessere Kombination war nicht möglich. So, dann sind wir nach Amerika geflogen und haben Bill McDonough gefragt, das möchten wir machen, sag uns, wie geht das? Wie können wir ein Cradle-to-Cradle-Gebäude realisieren? Und da hat er gesagt, keine Ahnung. So, wir sind sehr enttäuscht gewesen und gesagt, ein Architekt, der nicht weiß, wie ein Cradle-to-Cradle-Gebäude gemacht wird? Nein, hat er ganz ehrlich gesagt. Ist noch nie passiert, wir haben es noch nie gemacht. So, ich weiß nicht, wie man das macht. Und dann sind wir eigentlich sehr enttäuscht wieder nach Holland geflogen und gedacht, ja, stoppen wir oder fangen wir einfach an? Weil am Ende, wenn ein Gründer etwas schreibt, was man leben kann, dann muss man irgendwie auch damit anfangen und tatsächlich in unserem Beruf, in unserem Fachbereich einfach starten. Und das haben wir getan. Wir sind in 2010 gestartet und haben sehr, sehr viel Fehler gemacht. Wir haben wirklich erstmal gedacht van ja, wir sind auch so klein, sollen wir überhaupt anfangen? Aber dann haben wir auch gedacht, ja, auch wenn wir klein sind, wenn wir nicht anfangen und kein Beispiel sein können für jemand anders, fängt keiner an. Und deswegen ist es auch so gut, dass wir hier zusammen sind und tatsächlich ja, jeder die spirit bekommt, um zu sagen, egal was passiert, egal wie viel fehlers ich mag, ich fange einfach mit Cradle to Cradle an und sehe schon, was da passiert ist. Wie Dalai Lama auch damals gesagt hat, ein Mücke ist so klein, wie man, naja, glauben kann, aber die ganze Nacht kann man schon wach liggen von einem Mücke. So, in die Sinne, einfach anfangen und tun. Und das haben wir getan. Und daar is jetzt schon ein Gewerbepark aus entstanden. We hebben Park 2020. Über das Internet kunnen ze dat ook terugvinden. En we hebben. Ik kan niet. Is daar een pointer? Nee, dat geht natuurlijk niet. Oké, okay. Is egal. We zijn dan angefangen met een bureaugebäude voor Bosch Siemens. Deutsche Mieter. En die hebben. En dat was schon toll. Wel, natuurlijk, we hebben zo over kosten. Damals, kredel-to-kredel materiaal, waar kaum
verfügbar. Die Kosten waren enorm hoog. Und die Miete war dadurch auch sehr hoch für dieses Bürogebäude. Aber trotzdem hat Bos Siemens gesagt, Leute, wir möchten etwas anders. Wir möchten etwas anders tun für unsere Mitarbeiter. Die haben schon, die haben zwei Bürogebäude gehabt. 80er Jahre haben sehr viel Probleme auch mit Krankheit gehabt bei den Mitarbeitern. Und sie haben die beiden Gebäude zusammengefügt in ein neues Gebäude auf Park 2020. Das war das erste Gebäude, was wir realisiert haben. Und die haben wir auch gefolgt. Wir haben gemessen und wir haben qua Material alles versucht, was möglich war. Aber damals war noch nicht so viel verfügbar. So, wir haben Schritte und wir haben de Focus auf Luftqualität zum Beispiel gelegt und gesagt, wir versuchen das Beste zu tun bezüglich Luft, weil man kann nicht alles, das muss man auch immer in den Hinterkopf halten, nicht alles in einmal schaffen, weil das geht nicht, aber versuch die Focus irgendwo aufzulegen und fang dann einfach an. Das haben wir getan, mittlerweile ist ungefähr 70% von das Park gebaut und jedes Objekt war besser. In jedes Objekt haben wir mehr Materialien bekommen. Und man hat auch gesehen, dass zum Beispiel Generalunternehmen hat sich gefreut, hat Spaß gehabt. Lieferanten von Fassade haben Spaß gehabt. Weil die wussten, da kommt noch ein Gebäude. Und die sind auch, wie sagt man das, die waren auch gewollt um zu zertifizieren und Schritte nach vorne zu machen. Weil die auch gesehen haben, das ist für die Zukunft das Beste. Und die sind auch tatsächlich mit uns daar weiter Schritte gegangen. Gut, das war Holland. Ich nehme auch noch einen Schluck Wasser. Dann sind wir in 2000, wann haben wir das Grundstück gekauft in Berlin? 2016 haben wir ein Grundstück in Berlin Mitte gekauft. Und haben wir auch gesagt, wir möchten auch in Berlin mit einem Cradle-to-Cradle-Bürogebäude anfangen. Und haben ein Team zusammengestellt. Und das ist auch, und Jascha hat es auch gesagt, das Team ist auch wichtig. Man arbeitet mit Architekten, man arbeitet mit Ingenieursbüros, man arbeitet mit een Brandschutzer. Man hat ein Projektteam von unterschiedlichen Fachbereichen. Und die moesten alle mitdenken. Es ist nicht nur Architekt. Es ist nicht nur Drees und Sommer oder ein Ingenieursbüro. Es ist nicht nur ein Brandschutzer. Gemeinsam muss man die Reise angehen. Und gemeinsam muss man sagen, okay, welche Focus liegen wir auf dieses Projekt? Und wozu machen wir eine Topleistung? Weil am Ende geht es darum, dass man ein Objekt abliefert, die man für die Zukunft tatsächlich auch nachweisbar gesund erwähnen kann. Weil am Ende geht es um ein gesundes Gebäude, wo die Mitarbeiter mit Spaß hingehen und mit viel Freude auch arbeiten. So, man muss bestimmte Ziele setzen. Und hier sieht man das Grundstück. Ich weiß nicht, kennt jemand den Gebäude? Puls? Ja. Keine. Und wie viel sind aus Berlin dann? Stresemannstrasse. Kennt jemand die Stresemannstrasse? Nou goed, moest man snel voorbij varen, want anders is het fertig. Und, aber es ist, sagen wir, in die Nähe vom Potsdamer Platz. Und es war ein Eck, die wir kaufen konnten. Und da haben wir ein Bürogebäude realisieren können. Es ist gegenüber die alte Bahnhof, was auch ein denkmalgeschütztes Gebäude ist. So, es hat auch sehr gut gepasst in diese Ecke. Und dann haben wir Puls Berlin, heißt das Projekt. Und dann haben wir gesagt, okay, man hat die 5 Cradle-to-Cradle-Punkte, die man gerne machen möchte, die haben wir in einem Kick-off-Meeting all unsere Fachleute vorgelegt. Wir haben gesagt, jongens, wir möchten ein Cradle-to-Cradle-inspiriertes Gebäude hier schaffen. Das sind die Ambitionen. Wie kann man, sagen wir, in diese Ambitionen sein Taal beitragen. Sag man das richtig so? Taal beitragen. Und das Schöne daran ist, dass alle Leute anfangen zu denken, was kann ich in mein Fachbereich da überlegen? Und Schnellketten
Haustechniek is auch ein wichtiges Bestandteil, die man durchdenken muss. Es geht schnell um Außenfassade, die man durchdenken muss. Und so hat jeder seine Ideen da gebracht und haben wir in einem Workshop die alle zusammengefügt und haben dann tatsächlich eine Liste gemacht, wo wir gesagt haben, von die fünf Credo to Credo Hauptthema können wir für dieses Projekt, was können wir machen und was können wir nicht machen. Und da haben wir einfach eine Auflistung abgehakt von oké, wir kunnen met materiaal, kunnen we de bestemmingen, we kunnen weer nutzbaarheid, we kunnen gezonde materialen benutzen. Dat is ook goed voor wassermanagement. Zo, so, al deze punten hebben we afgehaakt. En daaruit is dat hele object ook entstanden. En zien we ook daarmee verder gegaan. Nou, dat is een ganz, een slide met veel tekst. Maar het is wichtig. Wir haben Ziele gesetzt und pro Ziel, was ein wichtiges Ziel ist, ist, dass die Mitarbeiter, die da arbeiten, in ein gesundes Umfeld kommen. Und pro Ziel haben wir Maßnahmen erwähnt, die möglich sind, die machbar sind, die vielleicht am Ende wieder wegfallen, weil es technisch irgendwie zu komplex ist. Photovoltaik ist ein Beispiel. Gerne möchte man auf jedes Gebäude Photovoltaik, aber manchmal macht das einfach keinen Sinn. En tweede, die dagvlekje is begrund en man kan niets daar meer schaffen. En dan kan man meer overleggen om zum Beispiel geothermie in te zetten en daarmee zeg maar, dat energiebedarf te minimeren. Dan dat man irgendwie verticale fotovoltaïkanlagen schaft, die zeer weinig ook erbrengt. So, man moet daar entscheidungen nemen. Man kan niet alles. Und man muss alle Punkte nebeneinander legen und dann sagen, okay, wir machen viel Grün, das ist gesund, das ist gut für die Luft, wir machen Geothermie, das ist gut für die Energie. Und so kommt man durch ein gesamtes Projekt und kann man alle Maßnahmen, die man sich andenkt, machen. Nou, dann haben wir das Ganze von den Maßnahmen in das Projekt, das ist auch unser Architekt hat das auch gemacht, haben wir alle Elemente von das Projekt erwähnt und gesagt, okay, kann man da bestimmte Materialien für benutzen, wie zum Beispiel für die Fassade. Nou, in diesem Fall ist es eine Schuko-Fassade, die haben zertifizierte Produkte, relativ gut verfügbar und die Entscheidung fallen Schuko. Das nehmen wir dann auch mit in Materialhandbuch, damit wir auch wissen, okay, die ganze Fassade kann man wieder verwenden. Hier war ein Thema, das wir gesagt haben, wir möchten eigentlich Beton versuchen zu zertifizieren. Und Beton ist so ein Ding, nou, in Berlin oder in Hamburg bauen sie jetzt Holz. Und das ist auch so eine Abwägung, Beton und zweitens Holz. Holz geht nicht immer. Beton ist eigentlich jetzt noch die übliche Material, die man benutzt. Und da haben wir die Firma Lindner gebeten, seid ihr bereit, um darüber nachzudenken, um Beton zu zertifizieren? Und die haben dann gesagt, ja, das kostet etwas. Und das ist auch immer der Punkt. Hè? Alle Leute, alle Herstellers, am Anfang erzählst du diese Geschichte und jeder sagt, ja, das möchte ich machen. Und dann macht man einen Schritt weiter und ja, kannst du es für uns ein Projekt machen? Ja, aber was kostet das? Und muss ich das zertifizieren? Wie lange dauert das? Ja, das kostet etwas. Das dauert auch ein bisschen, aber es gibt auch wieder Möglichkeiten, die Produkte, die du dann realisierst, um die wieder in neue Projekte einzusetzen. So, in die Sinne, die müssen auch langfristig mitdenken und langfristig sich überlegen, okay, wie soll mein Produkt aussehen? Und Beton ist so ein Ding. Und man hat jetzt schöne Beispiele, zum Beispiel für Fliesen oder für Teppich oder für Trennwanden. Und die Lieferanten haben alle gesagt, wir machen das, wir zertifizieren das. Und ja, wenn wir so ein Produkt bauen, sind das die erste Hersteller, die wir natürlich auch fragen. Nou, Beton ist gelungen, das ist teilweise zertifiziert geworden auch. Das ist schon schwierig, weil in Beton ist immer giftige Stoffe. So zusammen mit Credo to Credo Lab ist das dann zertifiziert geworden. Nou, dann haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt auch in Dortmund. Könntet ihr zum Beispiel das Beton nach Dortmund auch bringen? Das ist schon bedenklich, weil man denkt schon, dann müssen all die LKWs dahin fahren. Und für die Diversität und für die CO2-Austausch ist das
schlecht. Aber die haben ganz klar gesagt, nein, wir machen das, wir können das nicht, weil diese Betonmarkt wieder pro Regio vertaald ist in verschiedene Herstellers. Und die mussten dann selbst wieder zertifizieren. Und das frustriert auch uns, weil wir denken, ja, dann haben wir, wir haben geld in hand genomen, die betonhersteller had dat ook certificeren lassen. Nur in Berlin verfügbaar. Und nou, dan kan men denken, oké, okay, goed, beton mag we hier niet meer. Maar man kan ook verzoeken om ook in die weitere regio's einfach met die herstellers te spreken. En hoffentlich die te overtuigen dat die mitmachen. Want am Ende wird niet alles in einmal in Holz entstehen. Zo, beton blijft een wichtiges Baumaterial in die Zukunft auch. Und wir möchten doch gerne, dass jeder tatsächlich in sein Regio das dann auch einsetzen kann. Und das ist mit Herstellen immer. Für Vlies ist einfach, weil die können überall geliefert werden. Aber ja, Materialien wie zum Beispiel Beton oder Fassade ist auch so ein Ding. Da muss man tatsächlich die Leute überzeugen in die Regios. Mach mit und Zug um Zug, jeder geht mit. Es dauert und man muss auch nicht aufgeben, weil dann hätten wir schon 10 Jahre lang gestoppt mit dieser Maßnahme. Man muss einfach überzeugen und die Leute tatsächlich erzählen, was die Vorteile sind. Und auch möglich natürlich ein Aussicht auf weitere Aufträge geben, weil am Ende geht es um Wirtschaft. Und wenn die sehen, dass die auch neue Projekte mit uns realisieren können, sind die schon bereit, Schritte zu machen. Trotzdem ist es wichtig, wenn du anfängst, auch als Architekt, weil wir haben hier viele Architekten, denk nicht in einmal, ich möchte alles machen, weil das geht nicht. Mach Focus. Neem zum Beispiel entweder Wasser oder Energie oder Material. Kijk, Material ist relativ einfach. Weil es gibt immer mehr Materialien, die man benutzen kann. Und glücklicherweise, Stadt Berlin ist schon bereit, um tatsächlich ein ganzes Wohnquartier in Holz auszustatten. Und die Schritte werden immer mehr genommen. Und jeder spricht über Kredel zu Kredel. In die Städte sind die Ausschreibungen, steht dann auch Kredel zu Kredel. Und dann denkt man, weiß die Stadt überhaupt, worüber die sprechen? Nein, aber man kann die mitnehmen auf die Reise und auch lernen, wie das geht. Weil keiner kann es 100% und keiner kann auch ein 100% Kredel-to-Kredel-Gebäude realisieren. Das ist auch nicht, kein Problem. Es geht nicht um wie viel Prozent. Es geht darum, dass man etwas gesünder schafft und für unsere Generationen, die nach uns kommen, tatsächlich einen positiven Beitrag leistet an diese ganze Welt. Nou, dan is nog een maatnamencataloog. Dat ontstaat als een proces. Zo, man spreekt met leute, man schrijft een cataloog daartoe. Om schrit werd dat immer klarer wat man am Ende realiseerd had. En dat kan man ook übergeben aan een end-investor. Want am Ende möchten wir dat ook verkaufen. En dan is natuurlijk die vraag 1: kost het es meer? Ja, kan. Es kan etwas meer kosten. Man hat Vorreiters, die jetzt das schon machen, aber ich glaube daran, vielleicht jetzt noch einmal, kostet es mehr, aber das zweite Gebäude wird schon billiger sein. Da wird man schon gelernt haben, was geht nicht, und die Preise gehen schon nach unten. Weil am Ende möchte jeder das so optimal möglich realisieren. Dann Investoren, sind die bereit mehr zu bezahlen? Ich sag mal ja. Die sind mehr, wenn die Auswahl haben zu ein nachhaltiges Gebäude oder ein Credo-to-Credo inspiriertes Gebäude, dann sind die bereit mehr zu bezahlen für das Credo-to-Credo inspiriertes Gebäude, dann ein normales nachhaltiges Gebäude. So, ja, da gibt es auch Entwicklungen. Und ja, wenn du die Investoren erzählst, was das bedeutet, sind die alle enthousiast. Und die Druck von Anleger wird immer mehr auf diese Philosophie auf diese Inspiration Nachdruck legen und man muss darin mitgehen. So, ja, auch Investoren machen das mit. So, kein Grund, um zu sagen, ich mache es nicht. Na, hier sind ein paar Beispiele von Puls. Es ist schon, das sind noch Perspektiven.
Es ist schon so weit. So, die Fassade hängt. Wir sind noch voll mit dem Innenausbau beschäftigt. So, es geht sehr schnell. Und wir hoffen tatsächlich Anfang nächstes Jahr, Mitte nächstes Jahr, das Objekt auch zu einem Mieter zu übergeben und ein gesundes Gebäude daar voor die nutzer te realiseren. Ik bedank hem. Wenn er nog vragen ziet, gerne, oder heb ik geen tijd. Wo is Dankeschön, erstmal voor den Vortrag.